herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Eron. Und hier gibt es ein neues Element, nämlich diese Aufwärtsluftströmungen. Habe ich schon erwähnt, dass man keine Luftkontrolle hat in diesem Spiel? Nein, habe ich nicht. Jetzt wisst ihr es. Man hat keine Luftkontrolle, außer in diesen Aufwärtsströmungen. Ja! Und zum Teil ist das halt auch nicht wirklich praktisch, nicht so wirklich, sag ich mal, benutzerfreundlich umgesetzt. Wie gesagt, dieses Spiel ist zum Teil halt auch durch nicht allzu verzeihende Steuerung relativ bockschwer. Na, ja, ja, und, das war knapp. Verdammt. So, jetzt hier und hier. Ah, das war auch blöd. Meine Güte. Wie ich mich wieder anstelle. Ich dachte eigentlich, ich hätte es langsam so ein bisschen drauf, das Spiel. Ich habe extra relativ lange geübt, eine Stunde oder so. Bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Ups, das könnte schon zu hoch sein. Okay, nee, das ist es nicht. Man hat es, glaube ich, in der ersten Folge gesehen, wenn man zu hoch fliegt, beziehungsweise zu tief fällt, dann stirbt man durch den Aufprall. Und hier lasse ich mich jetzt gerade gezielt langsam runter. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Okay, was mache ich hier? Hier mache ich den da. Oh, das war knapp. Hier muss ich auch gezielt runter. Ja, so ist das schön. So gefällt mir das. Jawohl. Jetzt muss ich aber wieder runter. Erstmal den Fall nach unten bremsen. Damit ich nicht zu weit runterfalle. Und dann... Ja, sehr schön. Jetzt hier rein und an mir. Wow, dieser Kugel vorbei. Puh, das war irgendwie knapp. Oh mein Gott, wie mache ich das denn? Ich glaube, ich gehe erstmal in die Mitte ungefähr. Dann noch ein kleines bisschen. Nein, nein, nein! Was war das denn? Warum gehst du... Ah, diese Air Control, diese mangelnde. Ätzend, ätzend. Ich habe das Gefühl, manchmal macht die Steuerung nicht immer das Gleiche, obwohl ich das Gleiche drücke. Das war jetzt zum Beispiel auch blöd. So. Nochmal von vorne. Und diesmal klappt es bestimmt. So. Okay, jetzt bin ich zu tief gefallen. Das kommt davon, wenn man es zu schnell versucht. So, und jetzt hier rüber. Sehr gut. Ah, ja, so geht's doch. So, wie komme ich jetzt da am besten runter? Ich könnte ja einfach in dieser Ebene runterspringen. Auf die Kugel. Und dann, oder ich könnte versuchen, von unten an die Kugel ranzukommen. Das könnte ich auch machen. Ich glaube, das versuche ich mal. Na, das war blöd. Okay. Das ging noch gut. Bin ich hier rüber? Ups. Uah. Okay. Nochmal gut gegangen. Okay, ich versuche das hier nochmal genauso wie eben. Ja, genau. Wunderbar. Ist die jetzt durchsichtig? Ja. Also die ist nur in einer Ebene, dann ist die nur in einer Ebene, aber da komme ich hin. Sehr schön. Puh, noch ein Level geklappt. Komme ich da jetzt rüber? So, okay. Dann lasse ich mich dahin fallen. Okay. Man kann einmal, wenn man springt, die Richtung festlegen nach dem Springen. Aber dann, sobald man halt einmal dann loslässt, halt nicht mehr oder die Richtung wechselt. Also ich kann dann nur noch den hier machen, aber halt nicht mehr die Richtung wechseln. Wie komme ich da jetzt rüber? Ich glaube, ich muss jetzt so ungefähr springen, ne? Ja, sehr schön. Gut getimt. Was war das denn? Was ist das denn? Das war ja... Also das hier ist ja einfach. Wenn man das, okay, so viel dazu. Das ist ja voll einfach. Zack, tot. Und diese mangelnde Luftkontrolle finde ich tatsächlich ein bisschen ätzend, weil die... Ach, ich finde...
Es ist halt so ein bisschen unmotiviert, warum man in diesem Strahlen so die komplette Kontrolle hat in der Luft und abseits dann irgendwie doch nicht mehr. So war das, ne? Genau. So, wie schaffe ich das jetzt? Erstmal den, dann den, dann den, dann den und dann vielleicht ein bisschen höher gewinnen. Ja, dann hier rüber und dann habe ich es versaut. Aber der Ansatz ist gut. Vielleicht sollte ich erstmal bei den ersten paar ein bisschen höher gewinnen, damit ich dann drüben mehr Spielraum habe. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich schon direkt hier reinhüpfen. Dann wechsle ich hier rüber und dann wechsle ich hier rüber. Und dann habe ich es versaut. Wie gesagt, diese Air-Kontrolle, diese Luftkontrolle ist halt innerhalb von diesen Luftsäulen so stark, dass es halt schon wieder kaum zu kontrollieren ist. In den Breiten geht es noch einigermaßen, aber in den Schmalen ist man halt sofort außerhalb. Und es ist auch nicht wirklich unbedingt reproduzierbar, weil wenn man einfach kurz drauf drückt, dann landet man manchmal am Rand der Säule. Manchmal halt komplett außerhalb. So, jetzt hier rüber. Dann, ja, siehst du, genau sowas meine ich. Ah. Und genau das ist auch der Grund, warum ich mir erlaube, manchmal Pause zu machen. Oder erlauben werde. Bisher kam es noch nicht vor. Bisher ist alles die erste Aufnahme in dem Spiel. Hoch, du sollst hoch. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein, da drin zu bleiben. Vor allem physikalisch korrekt wird man ja in den Luftstrom reingesaugt. Ja, also in so einem Spiel... ja, mangelnde Luftkontrolle, ich weiß. Okay, da habe ich es versaut, das war gerade meine Schuld. So, jetzt kurz warten, bis sie runterkommen. Genau, so, dann ganz knapp überspringen. So. Das war blöd. Warum klappt es da eigentlich nicht mit, mit dem Ebenenwechsel? Ohne den hat es auch geklappt davor. Verstehe ich nicht. Nicht so schlecht. Im Timing meine ich, bei dem Ebenenwechsel. Könntest du vielleicht... Ah, diese Luftkontrolle. Die fehlt mir so sehr. Jeder Plattformer hat sie, nur dieser nicht. Ah. Na, was soll's. Hier, letzter Versuch. Wenn das nicht klappt, dann... Nein, komm, das klappt. Das hat zu klappen. Nee. Das führt dazu. Schreibt doch mal einen Kommentar, wie ihr das seht, wenn ich hier ständig versaue. Soll ich's rausschneiden? Soll ich's weiter probieren? Wollt ihr das sehen? Oder ist mein Gedanke mit dem vorher üben und dann ohne rausschneiden spielen vielleicht auch der richtige? Ich weiß es nicht. Was? Wie seht ihr das? Schreibt mir einen Kommentar. Bitte. Und sagt mir, was ich tun soll. Ich bin mir nämlich selber nicht ganz sicher. Das sind alles Vor- und Nachteile. Das... Oh, meine Güte. Vielleicht sollte ich das Spiel auch einfach nicht so spät abends spielen. Vor allem nicht, nachdem ich von Gothic aufgenommen habe. Vielleicht als erstes oder irgendwie früher oder so. Ah, das war einfach nur dämlich. Ja, ich sag's doch, meine Konzentration lässt langsam nach. Zumal ich jetzt gerade eh schon die dritte Folge am Stück aufnehme. Ich glaube, ich lasse es... Ja, ich gebe noch ein paar Versuche und dann... Jetzt erstmal hoch. Hoch, habe ich gesagt. Oh, komm schon. Das ist so ätzend, dass man dann einfach an den Rand... dass man da ganz am Rand dann plötzlich rausfliegt, ja? Und dann einfach keine Luftkontrolle mehr hat. Jetzt zum Beispiel voll durchgeflogen. Was soll das? Nur weil ich kurz von der Pfeiltaste runter bin, um ein bisschen langsamer in die Richtung zu fliegen. Ich sollte aufhören, mich über das Spiel zu beschweren und einfach das Spiel so spielen, wie es ist. Das war dumm, da bin ich zu spät gesprungen. Und einfach die Steuerung als solche akzeptieren. Denn drüber beschweren, das bringt ja letzten Endes auch nichts.
Oh, komm schon. Vielleicht ist auch balanciert in den schmalen Teilen der falsche Ansatz. Das war dämlich. Wie gesagt, vielleicht ist balancieren in den schmalen Dingern einfach der falsche Ansatz. Vielleicht muss ich doch versuchen, möglichst schnell einfach durchzukommen. So wie hier auch. Ich probiere das einfach mal aus. Nee, das wird nix. Letzter Versuch für heute. Für diese Aufnahme, für diese Folge. Das war knapp. Nein, beim letzten. Das hat sogar geklappt. Es funktioniert doch, wenn man einfach direkt durchspringt. Das will ich nochmal. Das kann ich. Nein, das war... Ja, genau. Okay. Das Spiel verzeiht keine Fehler. Man muss genau wissen, was man tut und will, bevor man es tut. Und genau dann losspringen, wenn man losspringen muss. Denn wieder zurückgehen ist nicht. Nein! Am Schluss nochmal drauf für die Plattform, wie gemein. Hä? Was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn bitte da gerade gemacht? Geht doch. So. Immerhin habe ich jetzt raus, wie es klappt, glaube ich. Ja! Geschafft! Puh, und der dritte Abschnitt ist jetzt zwar gerade nicht zu Ende, aber ich bin mit den Nerven am Ende. Und deswegen ist diese Folge jetzt auch zu Ende. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter im dritten Abschnitt mit, ich werde einen ersten Versuch, ja, so viel dazu. Ich werde einen ersten Versuch euch zeigen und genau, beim nächsten Mal werde ich mich dann hieran versuchen. Das Schöne ist nämlich, die Großen muss ich ja töten und den Kleinen muss ich ausweichen und ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ah, so könnte das gehen. Okay. Ich sehe. Das ist vielleicht gar nicht so... Ja, okay. Vielleicht doch. Also gut. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Und da ich ja jetzt schon meine ersten Versuche gezeigt habe, kann ich hier, glaube ich, auch ohne schlechtes Gewissen ein bisschen üben. Und ich hoffe dann, dass ich beim nächsten Mal mit ein bisschen mehr Skill hier rangehen kann. Und euch dann zeigen kann, wie es funktioniert. Ja, das war jetzt aber erstmal genug für diese Folge. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Danke fürs Zuschauen.